Einen recht schönen guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer auch in ORF Sport Plus. Ich begrüße Sie 2 Tage vor dem Start des 36. Vienna City Marathons live im Programm. Wir zeigen Ihnen heute eine 2. Pressekonferenz. Gestern haben wir Ihnen ja schon die Topstars aus internationaler Sicht für diesen Wien-Marathon 2019 vorgestellt. Heute, das freut mich ganz besonders, dürfen wir Ihnen gleich mehrere österreichische Top-Favoriten präsentieren. Ja, es ist eine ganz besondere Situation. Es ist etwas Einzigartiges, das es selbst in 35 Jahren Vienna City Marathon nicht gegeben hat, und zwar ausgelöst durch die sensationelle Bronzemedaille bei der letzten Europameisterschaft in Berlin für das Marathon-Team. Hat sich jetzt was entwickelt, hat sich ein Team Österreich gebildet, und jetzt ist es schließlich einmal so, dass die besten, und da gibt es viele davon, österreichischen Marathonläufer beim größten Marathon des Landes an den Start gehen werden. Ich freue mich, dass wir Ihnen in nächster Zeit jetzt dann präsentieren dürfen, wie das Ganze letztlich zustande gekommen ist und was wir uns für Sonntag erwarten dürfen. Das Interesse ist sehr, sehr groß, und auch deshalb, weil die Sportsmedia Austria-Tagung, also die Tagung der österreichischen Sportjournalisten, zusammenfällt, nicht zufällig natürlich, mit dem Wochenende des Vienna City Marathons hier in Wien. Und deshalb freue ich mich, dass der Präsident von Sportsmedia Austria, gleichzeitig unser Sportchef im ORF, Hans-Peter Trost, einmal die einleitenden Worte sprechen wird zu dieser Pressekonferenz, wo wir sicher ganz, ganz viel Interessantes dann auch zu den Sportlern erfahren werden. Bitte schön. Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Wie schon erwähnt, haben wir heuer unsere alljährliche Tagung von Sportsmedia Austria. Das ist die Berufsvereinigung der Sportjournalistinnen und der Sportfotografinnen. Und natürlich haben wir uns für Wien entschieden und für den Marathon als übergeordnetes Thema. Es gibt auch noch andere Themen wie Handball, wie E-Sport und vieles mehr. Aber gerade der Marathon, der ja in dieser Stadt so einen enormen Zulauf hat und so ein wesentlicher auch Wirtschaftsfaktor, ein sportlicher Faktor ist, dass wir uns sehr intensiv damit beschäftigen. Danke dir, dass wir da auch Backstage für die Kolleginnen, die bei uns aus dem Ausland kommen, aus mehreren Ländern. Wir sind ungefähr 130 Personen, die an dieser Tagung teilnehmen, und alle Journalistinnen und Journalisten aller Medien. Und da werden wir uns sehr intensiv beschäftigen mit dieser Veranstaltung. Was uns noch wichtig ist, jetzt setze ich wieder den ORF-Hut aus, wir übertragen ja schon sehr lange als Partner diese Veranstaltung, und nicht nur die Geschichte, dass wir die Elite und die Top-Sportlerinnen und Top-Sportler präsentieren und live begleiten. Wir werden auch auf Sport Plus selbstverständlich als quasi Respekt vor den Hobbyläuferinnen und Hobbyläufern bis zum Ende weiter übertragen. Und ganz besonders spannend ist, ich bin heute mehrfach mit dem Auto hier unterwegs gewesen, was halt drei alles macht, eine tolle Unterstützung für diese Veranstaltung. Ich kann schon den Kollegen Walek nicht mehr hören, der immer schreit, gehen wir, fahren wir, jetzt ist Finale, das ist sehr aufmunternd. Also ich glaube, dass da eine tolle Brücke gebaut wird zwischen Spitzensport, Breitensport und sehr positiv gesehener Unterhaltung. Das war es aus meiner Seite. Danke, Hans-Peter Trost. Danke für die einleitenden Worte. Wir sind stolz, auch Gastgeber der Jahrestagung Sportsmedia Austria zu sein. Unterstreicht auch den Stellenwert und macht die mediale Verbreitung des Vienna City Marathon noch größer. Marathon ohne Medienmarathon, ohne ORF-Live-Übertragung ist fast undenkbar, ist eigentlich undenkbar und hat sehr, sehr viel zur Popularität des Events und des Laufsports in Österreich überhaupt beigetragen. Ja, der Marathon verwandelt die Stadt, er verwandelt auch die Läufer, die ihn laufen. Die Stadt wird anders erlebbar an diesem Wochenende, als es sonst der Fall ist. Es entsteht die größte sportliche Party des Jahres in Wien. 42 Kilometer Strecke, 15 Quadratkilometer Eventgelände, 25 Musik-Hotspots, 10 große LED-Wände für Läufer und Zuschauer an der Strecke. Eine Rieseninszenierung, ein Riesenevent und große Emotionen, die damit transportiert werden. Wolfgang Konrad, Veranstalter des Vienna City Marathon. Warum wird der Marathon auf diese Art und Weise gestaltet? Schönen guten Morgen. Also wir wollten natürlich, oder wir haben uns intern einmal organisiert und festgestellt, also ein Großereignis wie der Vienna City Marathon, der ist nicht
nur eine Organisation von Start, Strecke, Ziel, sondern wir haben erkannt, wir müssen ein großes Ereignis in einer schönen Stadt wie Wien inszenieren und nicht nur organisieren. Und das ist uns gelungen in den letzten Jahren und ich habe ein bisschen nachgerechnet und ich gebe zu, rechnen war nicht unbedingt meine Stärke, aber wir haben jetzt eine 25-jährige Partnerschaft, was live betrifft. Der ORF hat den Wiener City Marathon von Anfang an mitgetragen, aber seit 25 Jahren gibt es den Wiener City Marathon live und er wäre niemals das, was er heute ist, hätte es diese Übertragung nicht gegeben. Wir haben im Jahr 2008 erkannt, wo wir verstärkt mit einem Jahresthema arbeiten müssen. Sie können sich erinnern, wir haben begonnen damals mit Run Vienna and Enjoy Mozart anlässlich des Mozartjahres. Da haben wir umgemünzt auf Run Vienna and Enjoy Classic in der Welthauptstadt der Musik und haben jedes Jahr Jahresthemen. Wir haben gefeiert 2500 Jahre Mythos Marathon, wir haben gefeiert Theater der Emotionen, 42 Kilometer Bühne, 40.000 Teilnehmer als Darsteller und 400.000 Besucher an der Strecke. Und jetzt greifen wir nach den Sternen, oder wollen nach den Sternen greifen für unsere Tausenden von Hobbysportlern, aber auch natürlich für unsere Top-Athleten, für die internationalen und für die österreichischen Athleten. Und wir wollen als die Leitveranstaltung im österreichischen Laufsport eben wesentlich dazu beitragen, dass der Laufsport populärer wird, dass er gesellschaftsfähiger wird und als die größte Veranstaltung im öffentlichen Raum wahrgenommen wird. Ich würde noch gerne was dazu ergänzen. Danke für die 25 Jahre. Das klingt alles ein bisschen sehr entspannt. Wir haben miteinander sehr viele Krisen schon durchlebt. Ich möchte nur kurz vielleicht noch erinnern an den unaussprechlichen Vulkan, der so viel Asche in die Atmosphäre, also beziehungsweise in die Luft gewirbelt hat, dass es am Tag vor der Live-Übertragung fast schon an der Kippe stand, ob das überhaupt übertragen wird, weil der Flächenflieger nicht fliegen konnte, der das Relais für die Signalanbindungen aller Kameras war. Und wir mussten dann in einer Nacht- und Nebelaktion zusammen, haben wir da wirklich eine Krisennacht erlebt, am Königlberg einen riesen Steiger aufbauen, damit wir da irgendwas hinstellen und dann uns durch diese Übertragung kämpfen. Und ich glaube, bei dir sind ja auch zwei, drei Sportler oder mehrere hängen geblieben. Es waren ungefähr 1500 bis 2000. Ja. Also jede Menge. Und da ist auch wichtig, dass man in einer Partnerschaft auf Augenhöhe mit Respekt diese Krisen halt durchlebt. Ja, Partnerschaft ist wichtig. Emotionen und der Griff nach den Sternen wurde angesprochen. Da tragen auch ganz wesentlich die Spitzenläufer dazu bei. Im Dezember haben wir das VCM Team Austria präsentiert, die besten österreichischen Marathonläufer, die in Wien am Start sein werden. Welche Rolle spielen Sie in der Gesamtveranstaltung? Also ich glaube, wir beweisen schon seit vielen, vielen Jahren, dass uns die österreichischen Läufer immer sehr, sehr wichtig waren. Die Veranstaltung lebt auch von den Erfolgen der österreichischen Sportler, lebt auch von der Teilnahme der österreichischen Sportler. Und das, was uns im Vorjahr gelungen ist, unseren österreichischen Lauffreunden mit der Bronzemedaille in Berlin, dass plötzlich wir über etwas reden können, was es vorher noch nie gegeben hat. Und da war für uns völlig klar, das ist eine Riesenchance, die wir wahrnehmen müssen. Wir müssen dieses Team zusammenformen, wir müssen dieses Team zusammenstellen und sie müssen in Wien an dem Start stehen. Ja, das ist für uns gut und vor allen Dingen, das ist auch für die Sportler gut. Und was mich sehr, sehr gefreut hat, war, dass das überhaupt keine Diskussion war, dass sich alle Sportler, die österreichischen Sportler sofort bereit erklärt haben, da dabei zu sein. Sie haben erkannt, gemeinsam sind sie wesentlich stärker, als wenn sie als Einzelkämpfer arbeiten, als wenn sie sich einzeln versuchen darzustellen. Und dann ist uns das relativ schnell gelungen und ich bin wirklich, wirklich stolz, dass alle am Start stehen, die wir eingeladen haben und dass wir sie heute präsentieren können. Ja, danke für diese Vorschau. Danke Wolfgang Konrad, danke Hans-Peter Trost. Und wir bitten nun die Läufer aus dem VCM Team Austria auf die Bühne. Es sind so viele, dass wir beide Plätze frei brauchen. Danke. Bitte kommt nach vor und in der Reihenfolge, wie ich Sie sehe, Lemmerwag Ketema, Peter Herzog, Christian Steinhammer, Stefan Listerbart, Valentin Pfeil und Eva Wutti.
Ja, das waren ein paar Impressionen des VCM Team Austria. Auf dem Video haben Sie 8 Läuferinnen und Läufer gesehen. 6 sind heute hier. Bevor wir zum Kern der Sache vorstoßen, beginne ich mit den Läufern, die heute nicht hier sind. Als erste die Katharina Zipser. Vor 2 Jahren war sie beste Österreicherin beim Wiener City Marathon. Im Vorjahr hat sie bei großer Hitze eine persönliche Bestleistung erzielt. Sie musste ihren Start leider absagen. Grund ist eine Fraktur des Fersenbeins, die sie vor kurzem die Diagnose dazu erfahren hat. Wir wünschen ihr hier von dieser Stelle aus alles Gute. Bleib dran und komm zurück. Wir denken an dich. Ebenfalls nicht hier, aber er wird bald zu uns stoßen, ist der Christian Robin, Kärntner vom LC Villach. Er wird nicht den vollen Marathon bestreiten, wie von ihm geplant, aber er wird am Sonntag als Pacemaker zur Verfügung stehen. Und dann ist einer hier, Stefan Listerbart. Du wirst am Sonntag mitten im Geschehen sein, wirst laufen, aber nicht über die volle Distanz. Warum? Ich wurde im Dezember auch vorgestellt als Teil des VCM-Teams Austria. Ich habe mich sehr gefreut, in Wien Marathon zu laufen. Leider ist mir jetzt eine Verletzung dazwischen gekommen im Jänner, Februar. Ich musste 4 bis 5 Wochen eigentlich komplett mit dem Laufen aussetzen und das lässt sich einfach dann nicht vereinbaren mit einem gezielten Marathon-Training und ich möchte nur am Start stehen, also über die ganze Distanz, wenn ich auch dementsprechend eine Leistung bringen kann. Bin unglaublich enttäuscht, dass das jetzt nicht funktioniert am Sonntag. Freue mich aber, dass ich dennoch dabei sein kann. Ich werde den Peter unterstützen als Tempomacher und ja, freue mich trotzdem quasi da Teil zu sein und wenn ich da einen Beitrag leisten kann, dass der Peter hoffentlich eine neue Bestleistung läuft, dann, ja, dann kann ich, denke ich, auch zufrieden sein, wie das früher für mich gelaufen ist. Ja, danke Stefan. Teamwork makes the dream work. Danke für die Unterstützung und ja, es gibt den Marathon auch im nächsten Jahr in Wien. Und von dieser Stelle alles Gute für die Pacemaker-Dienste, auf das der Peter Herzog mit deiner Hilfe zu einer guten Leistung kommt am Sonntag. Danke, Stefan. Wenn ich nur kurz ergänzen darf, ich wünsche natürlich nicht nur dem Peter, sondern allen anderen Startern schon mal alles Gute, auch den Hobbyläufern und natürlich besonders den Kollegen vom VCM Team Austria. Und ja, freue mich, dass das wahrscheinlich stärkste österreichische Team in der Geschichte des VCMs am Start steht und wünsche allen alles Gute. Danke. Damit hast du auch wunderbar den Bogen gespannt. Das Team nochmal kompakt vorgestellt. Vielleicht darf ich euch bitten, in die Mitte zu rutschen. Was euch vereint, ist der Start beim Wiener City Marathon. Was euch vereint, ist auch das Ziel Tokio 2020. Die Road to Vienna war sehr unterschiedlich. Ihr seid von unterschiedlichsten Richtungen hergekommen, habt unterschiedlichste Arten der Vorbereitung gemacht. Und zwar würde ich zunächst damit einsteigen und euch, vielleicht könnt ihr den Zusehern und den Journalisten sagen, wo habt ihr eure Vorbereitung gemacht? Wie hat die Road to Vienna ausgesehen? Eva. Also ich habe mich zum einen im Raiffeisen Sportpark in Graz vorbereitet, wo ich wirklich eine sehr gute sportmedizinische Unterstützung bekomme. Und den anderen Teil habe ich in Barcelona absolviert. Okay, also ein Wechselspiel meistens in Barcelona oder öfters in der Steiermark? Wie hat das ausgesehen? Naja, aufgrund dessen, dass die Läufe immer länger werden und das Wetter in Österreich nicht ganz so gut war, habe ich natürlich den Großteil der Vorbereitung in Spanien trainiert und bin auch wirklich zufrieden, dass ich das ganze Frühjahr über gesund geblieben bin, mir keine Erkältung eingefangen habe. Hat sich für mich auf jeden Fall ausgezahlt. Ja, Spanien als den Lebensmittelpunkt und die Trainingsbetreuung in der Steiermark verankert. Valentin Pfeil, du bist sozusagen der weitgereisteste
Was kannst du uns über deine Trainingslocation erzählen? Ich bin nach der allgemeinen Vorbereitung, die ich vielleicht noch im Herbst in Wien gemacht habe, Anfang Jänner nach Neuseeland geflogen, habe mich dort einer Trainingsgruppe angeschlossen, die zum Teil aus deutschen bzw. aus einem japanischen Marathonläufer sich zusammengestellt hat und habe bis vor 2 Wochen, also insgesamt 11 Wochen in Neuseeland, sehr, sehr gute Trainingsbedingungen vorfinden können und habe dort mich ausschließlich dem Training gewidmet. Ja, voller Fokus aufs Laufen am anderen Ende der Welt. Spannender und neuer Zugang. Lema, du bist heute früh erst in Wien angekommen. Was kannst du uns ganz kurz über deine Vorbereitung erzählen? Meine letzte 5-6 Wochen Vorbereitung war das ganz toll gewesen. Und ja, gesundheitlich auch. Ich bin zufrieden und ich bin gesund. Und ja, mein Training war auch bis gestern, es war ganz gut gegangen und ja, morgen, übermorgen, vielleicht, wenn das Wetter passt ist und wenn alles funktioniert, ich möchte auch alles, was ich geben und schauen wir mal. Ja, schauen wir mal ist die österreichische Vorausschau. Und das geht und das funktioniert immer gut, wie wir wissen. Du hast Höhentraining in Afrika absolviert, bis kurz vor dem Rennen, bis gestern eben, beziehungsweise bis heute früh. Danke. Ja. Christian Steinhammer, wo hast du deine Laufschritte getätigt? Ja, also ich war jetzt, wie gesagt, die allgemeine Vorbereitung war ich auch in Wien im Herbst, dann war ich knappe 3 Wochen in Spanien mit dem Peter gemeinsam. Hat sich irgendwie so ergeben, wenn man gesagt hat, okay, was können wir machen, dass wir natürlich beide optimale Bedingungen haben. Beim Peter war es natürlich wetterbedingt in Salzburg noch ein bisschen strenger der Winter als wir bei uns in Wien. Haben dort eigentlich ganz, ganz gut trainiert, waren zuerst eine Woche in Valencia und die restliche Zeit in Spanien in Murcia, was wirklich Top-Bedingungen gegeben hat, optimales Laufwetter eigentlich. Und ja, die restliche Zeit habe ich mir dann offen gelassen, was ich mache. Und im Prinzip war es dann eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich bleibe in Wien, weil das Wetter... Wir haben zwar einen strengen Winter gehabt, aber nicht in Wien, muss man sagen. Und wir haben eigentlich wirklich, wirklich gute Bedingungen in Wien. Und ja, dann haben wir gesagt, warum muss man es uns schwer machen, wenn man bei uns zu Hause gut trainieren kann. Und war dann eigentlich seit Anfang Februar eigentlich dann zu Hause. Also es hat eigentlich wirklich gut geklappt. Ja, bin verletzungsfrei durchgekommen und ja, freue mich jetzt schon auf den Sonntag. Ja, danke. Also teilweise direkt im Teamwork mit Peter Herzog. Peter, wie war es für dich zwischen Salzburg, Spanien und anderen Orten zu trainieren? War auf jeden Fall seit 1. Jänner eine sehr spannende Zeit wieder für mich. Wie der Christian schon gesagt hat, im Jänner waren wir in Spanien auf Trainingslager, zuerst in Valencia und dann in Murcia. Die erste Woche war super, die zweite war dann nicht ganz so prickelnd bei mir, weil dann ein bisschen eine Lebensmittelvergiftung gehabt habe. Das hat mir ein bisschen draus gebracht und so. Bin aber dann wieder recht gut ins Training gekommen. Also wie ich heimgefahren bin, habe auf dem Laufband sehr gut trainiert, weil bei uns der Winter sehr streng war mit sehr viel Schnee und so. Habe auch die langen Läufe auf dem Laufband gemacht. Ja, dann im Februar bin ich nochmal nach Portugal gefahren auf Trainingslager. Das war sicher wahrscheinlich meine beste Zeit im Winter vom Training her. Da habe ich wirklich sehr gut trainieren können, also optimale Bedingungen vorgefunden. Und da waren da wirklich sehr gute Trainingseinheiten dabei, die was mir auf dem Sonntag, sage ich mal, schon sehr zuversichtlich blicken haben lassen. Und im März dann habe ich wieder bei uns in Saalfelden trainiert. Da waren die Bedingungen dann soweit okay, dass man anständiges Training machen kann. Und von dem her war das Training durchaus gut. Ja, 5 unterschiedliche Zugänge, 5 Wege zum Jena City Marathon. Marathonvorbereitung beinhaltet ja viele verschiedene Elemente. Das Training an sich, die Läufe, kann man den Umfang trainieren, kann man das Zieltempo trainieren. Wie sind die Bedingungen? Du hast angesprochen, der Winter in Österreich hat dich oft aufs Laufband, am Laufband laufen lassen. Ist, glaube ich, nicht unbedingt der beliebteste Ort, aber das richtige Mittel zum Zweck. Die Frage ist, ist man gesund? Kann man das Training ohne Unterbrechungen durchführen? Gibt es Zeiten, an denen man aussetzen muss? Hat es Wettkämpfe gegeben, Testwettkämpfe? Sind sie aufschlussreich? Waren sie gut? Waren sie weniger gut? Und nicht zuletzt die mentale Einstellung. Wie zuversichtlich ist man? Wie stark ist das Selbstvertrauen?
Peter, ich würde gleich bei dir wieder weitermachen und dann zurückgehen. Wie kannst du deine Vorbereitung selbst bewerten? Du hast schon ein paar kurze Einblicke gegeben. Verteile bis zu 5 Sterne. Wie viele Sterne würdest du deinem Training für den Vienna City Marathon geben? Ich sage mal, das Training war jetzt nicht jede Woche absolut sternig oder sonnig, wenn man so schön sagt. Marathonvorbereitung, ich denke, ist gleich schwierig als wie der Marathon an sich selber. Es sind ein paar Kleinigkeiten dazwischen kommen, also mit der Lebensmittelvergiftung. Und dann habe ich ein paar Wettkämpfe eingebaut, die was dann doch immer wieder sehr aufschlussreich sind auf dem aktuellen Zustand, wie man beieinander ist. Wir haben Anfang Jänner haben wir schon einen 10-Kilometer-Lauf in Valencia gemacht. Dann bin ich der Steinhammer Christian und ich sind in Barcelona am 10. Februar war das dann beim Halbmarathon gestartet. Das war grundsätzlich ein sensationeller Tag für mich. Von die Beine her wäre das, so würde ich mir Sonntag die Beine wünschen, wenn ich so eine Beine hätte. Allerdings habe ich dann ein bisschen Atemprobleme bekommen im Wettkampf, das was mich dann bei Kilometer 12 oder 13 gezwungen hat, dann zweimal stehen zu bleiben. Das habe ich ein bisschen mitgeschleppt dann mit den Atemproblemen, habe das aber mit physiotherapeutischer Behandlung dann glaube ich relativ gut in den Griff bekommen. Also wie gesagt, es waren sehr gute Trainingseinheiten dabei, es waren aber Tage dabei, die was nicht so super waren, aber ich glaube, das gehört dazu. Insgesamt würde ich jetzt trotzdem den ganzen Training 4 von 5 Sternen geben. Also ich bin sehr zuversichtlich für einen Sonntag. Ja, danke. 4 von 5 Sternen wird natürlich bestens aufgenommen. Christian Steinhammer, 2018 war für dich ein Jahr mit Up and Down. Beim Vienna City Marathon bist nach 30 Kilometern dann am Streckenrand gesessen, musstest mit Krämpfen aufgeben. Dann völlig sensationell im August der Gewinn der Bronzemedaille. Sicher ein Highlight für den gesamten österreichischen Laufsportteam. Bronze im Marathon bei der Europameisterschaft. Wie kannst du das bisherige Jahr 2019 für dich schildern? Wie viele Sterne gibst du hier? Ja, das Jahr ist noch relativ jung, muss ich sagen. Bin eher immer so der Durchschnittsschüler gewesen. Ich würde jetzt einmal 3 Sterne vergeben. Bin eher selbstkritisch, auch bei der Beurteilung des Trainings immer. Also da steht bei mir meistens ein 3er drinnen. Grundsätzlich natürlich das letzte Jahr war so eine Hoch-Tief-Bewegung, aber das beschreibt einfach, ich muss ehrlich sagen, den Marathon extrem gut. Es gibt Tiefen, es gibt Höhen und irgendwo in dem Bereich bewegt man sich immer. Das Training ist natürlich so, dass es natürlich immer fordernd ist und eigentlich sehr, sehr grenzwertig ist. Und wenn man an die Grenzen geht, dann kann man sich immer schlecht fühlen, aber ich glaube, eine Marathon-Vorbereitung ist immer was, wo man sagen kann, wie man es am besten beschreibt, dass man sagt, es gibt ja wie gesagt im Training, man fühlt sich vielleicht mal nicht so gut, aber das resultiert halt dann oft aus Sachen, weil man halt wirklich viel, viel trainiert hat. Und ja, grundsätzlich blicke ich aber positiv am Sonntag und freue mich wirklich schon aufs Rennen, dass ich einfach das auszumerzen können, was ich einfach letztes Jahr, ich habe noch eine Rechnung offen, kann man sagen, ja. Ja, die Rechnung wird abgeschlossen am Sonntag, darauf hoffen wir stark, bei der Ziellinie vor dem Burgtheater. Danke. Lemmer, du hast zuvor schon kurz geschildert, du bist sehr zufrieden mit deiner Vorbereitung gewesen. Kannst du vielleicht auch vergleichen, dein jetziger Zustand im Vergleich zu Rennen vor der Europameisterschaft, wie kannst du deine Vorbereitung schildern? Erstes Mal, die Europameisterschaft 2018 in Berlin war, es ist unglaublich. Und für mich ist es auch eine große Geschichte in meinem Sportleben. Und nachher, ich habe schon auch viel fleißig gearbeitet und wie gesagt auch für Vienna City Marathon Vorbereitung. Mein Training war, es ist jede Woche viel, viel besser geworden. Und ja, ich habe schon ganz Woche gut Konzentration gemacht und immer fleißig trainiert. Und ja, ich gebe beim Vienna City Marathon 2019 vielleicht 4,5 bis 5 Sterne. So ist mein Plan. Ja, danke. Wir hoffen, dass die 4,5 bis 5 Sterne du auch im Rennen umsetzen kannst. Dann wird es sicher ein tolles Ergebnis. Danke. Danke. Valentin, dein letztes Marathon-Finish war, glaube ich, 2017 die Weltmeisterschaft in London. Seitdem hat es mit dem Marathon nicht so geklappt. Wie würdest du das auch sehen? Bist du jetzt richtig
mit großer Vorfreude vor dem kommenden Marathon? Auf alle Fälle, das ist jetzt mein fünfter Marathon, mein fünfter Marathon und meine fünfte Marathonvorbereitung, die ich jetzt absolviert habe. Mein vierter Marathon ist ein bisschen in die Hose gegangen, so wie das der Christian vorher angesprochen hat, war das vielleicht auch das Jahr 2018 für mich der Ausdruck dessen, wie schwierig manchmal Marathon an sich ist und Marathontraining. Und für mich ist aber jetzt trotzdem der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, ich habe meinen Beitrag dazu geleistet, zu zeigen, wie schwierig Marathon ist im Negativen, sondern jetzt geht es wieder hoffentlich in Richtung Positiven, was meine Leistungen anbelangt. Bin aber an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss ein bisschen was Neues, mein Körper oder mein Geist oder alles lechzt ein bisschen nach einem neuen Trainingsformen. Habe ich eben, wie gesagt, dieser neuen Trainingsgruppe angeschlossen, habe auf Vorbereitungswettkämpfe komplett verzichtet, weil einfach für mich der Punkt gekommen war, so gut wie möglich konsequent zu trainieren und einfach die Form so lange wie möglich ruhig vorzubereiten, was mir auch letztes Jahr einfach nicht gelungen war. Und es fühlt sich ganz gut an, einerseits auf gute Trainingseinheiten zurückschauen zu können, aber auch auf der anderen Seite zu merken, dass ich nicht nur die Vorbereitung an sich absolviert habe und eigentlich kaputt bin dadurch, sondern ich lebe noch und fühle mich auch von Tag zu Tag jetzt besser und blicke wirklich sehr, sehr freudig auf den Sonntag und merke auch, wie der Wien-Marathon an sich, so wie das seit dem ersten Mal, wo ich 2016 Marathon gelaufen bin, unglaublich motivierend ist und merke, wie schnell ich jeden Morgen aus dem Bett komme, wie fit ich bin. Ja, man spürt die Energie schon förmlich in dir. Du hast Kannst du beschreiben, was hat sich geändert oder was hast du vielleicht an neuen Elementen in dein Training aufgenommen? Natürlich, Laufen kann man nicht neu erfinden und dann geht es immer nur um Nuancen, die man ein bisschen unterschiedlich macht. Für mich war die größte Umstellung eigentlich die in Wien eigentlich auch praktikabel wäre, nämlich viel mehr im Gelände zu laufen. Ich bin als Wien-Wohnender immer eigentlich hauptsächlich im Prater unterwegs gewesen und da läuft man halt vielleicht leichter und schneller und freut sich über gute Zwischenzeiten, auch im Training, aber diese Laufkraft, die ich im Gelände dort im hügeligen Terrain gewonnen habe, merke ich auch jetzt, wo ich das erste Mal jetzt wieder zurückgekommen bin, wie das sich gut in der Ebene jetzt anfühlt und das stimmt mich sehr positiv. Das war sicherlich die größte Stellschraube neben ein paar anderen, die ich jetzt im Training so gemacht habe. Kannst du auch ein Sterne-Ranking formulieren? Ich würde vielleicht 4 Sterne geben, den 5. möchte ich noch nicht vergeben, weil ein bisschen was muss immer noch gehen und sonst wäre der eigene Druck vielleicht zu hoch. Den 5. kannst du dir am Sonntag holen mit einem guten Rennen, danke. Ja, Eva Rutti, du hast schon geschildert, dein Training zwischen Spanien und sportlicher Betreuung in der Steiermark aufgeteilt. Im Vorjahr bist du mit vergleichsweise wenig Training eine sehr gute Leistung gelaufen. Diesmal hast du dich wirklich gezielt auf den Marathon vorbereitet. Was hat sich verändert bei dir? Ja, also ich habe mich tatsächlich sehr gezielt auf den Marathon vorbereitet. Leider ist die Vorbereitung, wie auch im letzten Jahr, etwas zu knapp ausgefallen. Der Grund liegt ganz einfach darin, dass ich letztes Jahr im Sommer an einem Virus erkrankt war und hatte dann einfach noch bis in den Herbst hinein mit den Nachwirkungen zu kämpfen und hatte mich sehr lange noch müde und kraftlos gefühlt. Ab Januar, Mitte Dezember ging es dann aber zum Glück wieder bergauf und ich konnte wirklich sehen, dass ich mich Woche für Woche besser gefühlt hatte, dass ich mehr und mehr Laufkilometer auch gut verkraften konnte. Das Training hat eine wirklich sehr gute Struktur bekommen. Wir haben uns auf 3 Haupteinheiten in der Woche verlassen und mit denen gearbeitet. Also ich bin einmal die Woche auf der Bahn gelaufen, einmal in der Woche bin ich Marathon-Pace gelaufen und was ich bis dahin eigentlich noch niemals gemacht hatte, war einmal wöchentlich ein ganz langer, lockerer Lauf und dann bin ich auch wirklich sehr locker gelaufen, im Gelände gelaufen und ja, also ich fühle mich jetzt wirklich sehr, sehr fit. Weiß aber natürlich nicht, wie sich das Fehlen des Herbsttrainings am Sonntag bemerkbar machen wird. Ich hoffe, ich kann das noch mit meiner jahrelangen
Ausdauer, die ich ja auch im Triathlon trainiert habe, kompensieren. Bin aber nichtsdestotrotz wirklich zuversichtlich und freue mich auf Sonntag. Wenn du den Weg von der Triathletin zur Marathonläuferin als längerfristiges Projekt siehst, wie weit bist du daraufhin schon fortgeschritten? Steckst du noch am Anfang? Bist du schon mittendrin? Geht es schon ins Finale? Also ich wünschte, ich könnte sagen, ich wäre schon mittendrin. Aber ich glaube, ich stehe noch wirklich ganz, ganz am Anfang. Muss noch sehr viel lernen. Mir macht das Training aber wirklich unglaublich viel Spaß. Ich bekomme einen tollen Support von allen Seiten. Ich merke jetzt auch, dass es wirklich monatlich professioneller wird, dass ich mich immer besser an die höheren Laufkilometer gewöhne, dass ich auch imstande bin, länger zu laufen, bin verletzungsfrei geblieben, was auch dessen geschuldet ist, dass ich den Laufstil versucht habe umzustellen. Also da gibt es noch so viele Stellschrauben, an denen ich arbeiten kann und darf. Und ja, denke, dass es noch ein langer Weg sein wird, aber auch ein Weg, auf den ich mich freue. Auf dem Weg dorthin hast du im Februar eine persönliche Halbmarathon-Bestzeit erzielt, in Spanien 1:15. Wie zufrieden bist du mit diesem Rennen? Ja, genau, das habe ich ganz vergessen. Bin ich Ende Februar den Halbmarathon gelaufen. Das war am Ende von einer Belastungswoche und war dann auch wirklich überrascht, dass es schon so gut ging. Ich habe mich den ganzen Halbmarathon eigentlich relativ schlecht gefühlt. Das Positive war aber, dass ich mich dann ab Kilometer 12 angefangen habe zu erholen und besser zu fühlen, also in einem Rennen, was auch dafür spricht, dass ich eben die Laufkilometer immer besser verarbeiten kann. Und ja, habe mich natürlich gefreut. Ich weiß, dass die Zeit, also für mich persönlich natürlich gut war, aber im Vergleich zu der Weltspitze, da fehlt natürlich noch einiges. Also muss man auch schon so realistisch sein und sagen, dass da noch sehr viel Luft nach oben hin sein sollte. Ja, gut, wenn es Raum zur Verbesserung gibt, Schritt für Schritt geht es auch vorwärts. Wie viele Sterne würdest du dir geben? Ja, also ich war wirklich mit den letzten 3 Monaten sehr, sehr zufrieden. Da würde ich mir schon 4 geben, aber aufgrund dessen, dass eben das Herbsttraining nicht ganz so gut war, bin ich mit 3 Sternen auch zufrieden. Okay, blicken wir konkreter voraus auf das Rennen am Sonntag. Ich mache gleich mit dir weiter. Welches Ziel kannst du formulieren? Also mein Hauptziel ist natürlich, schneller zu laufen als im letzten Jahr. Das würde mich schon sehr freuen. Ich werde den Lauf auf jeden Fall offensiv angehen, möchte versuchen, da auch wirklich das Maximum rauszuholen. Ich werde mich da auch an meiner persönlichen Pace im Bereich dessen bewegen, wo ich sage, das sollte ich schaffen. Also ich werde keinen Sicherheitslauf laufen. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich bis zum Ende fit sein werde und es eventuell noch schaffen kann, den Lauf leicht progressiv zu laufen. Das wäre so meine Wunschvorstellung vom perfekten Marathon. Werden wir sehen, ob ich es dann tatsächlich so umsetzen kann am Sonntag. Kannst du ein Tempo für die erste Rennhälfte etwa vorhersagen? Also ich möchte versuchen, mit einem 340er Schnitt loszulaufen. Und sollte ich mich gut fühlen, ab Kilometer 28 dann versuchen, leicht progressiv zu laufen, also etwas schneller zu laufen. Es sollte sich dann eine Zeit von 3,34 auf dem Papier ausgehen. Ja, 2,34 auf dem Papier ausgehen. Ist auf jeden Fall gewagt, aber ich werde mich der Herausforderung stellen. Danke, sind spannende Pläne. Und ich glaube, die Vorbereitung im Vergleich zum Vorjahr ist qualitativ jedenfalls hochwertiger, dass es auch möglich wird. Valentin, das Rennen am Sonntag, du sagst viele neue Reize. Es hat dich auch als Läufer gestärkt, das Training in Neuseeland. Wie sieht deine Zielsetzung für das Rennen aus? Auch gleich, um konkret in Zahlen zu sprechen, seitdem ich Marathon laufe, habe ich mich immer mit dem 3:10er-Schnitt beschäftigt, bin seit 2016 immer 3:10-Schnitt in Wien, zweimal als auch bei der WM in London angelaufen. Ich glaube, es ist für mich jetzt der Zeitpunkt gekommen, nochmal etwas offensiver zu laufen, einfach den Schritt nach vorne zu machen, der irgendwann auch mal angesagt ist. Werde vielleicht, also nicht vielleicht, sondern sehr konkret, ein bisschen schneller Richtung 66:0 die erste Hälfte ansteuern.
Das ist meine Interpretation von nach den Sternen zu greifen. Das heißt, ich hoffe, das gibt mir Spielraum in die eine als auch in die andere Richtung. Sollte es in die nicht so gute Richtung gehen, ist das trotzdem ein Tempo, mit dem ich sicherlich umgehen kann und hoffe, trotz alledem gut ins Ziel zu kommen und vielleicht gelingt mir noch was ganz Spezielles. Danke. Also in der persönliche Griff nach den Sternen, persönliche Bestzeit steht ja bei 2:14:50. Das heißt, die Zielsetzung ist, um 2 Minuten oder mehr das vielleicht sogar verbessern zu können. Ja, also jetzt die letzten 2 Jahre, immer wenn ich nach meiner Marathon-Bestzeit gefragt wurde, habe ich immer gesagt 2:14:15. Aber in Wien, damals bei Wind, dieses Aber, glaube ich, können wir uns heuer sparen. Die Wettervoraussichten schauen ziemlich gut aus. Dementsprechend möchte ich eine Bestzeit laufen ohne irgendein Aber. Und ja, bin gespannt. Danke. Lema, du hast in Berlin bei der Europameisterschaft bei sehr schwierigen Bedingungen eine persönliche Bestzeit erzielt, 2:13:22. Nach der Vorbereitung jetzt für Wien, welche Pace, welches Ziel steuerst du an? Wie gesagt, meine Vorbereitung war, es ist ganz toll gewesen, aber es ist schwierig zu sagen genau, aber mein Plan ist der erste Plan. Wenn es funktioniert, erst die Olympia Tokio Limit bringen und das heißt, es ist unten 2:11 laufen. Ich möchte das machen und ja, aber es ist manchmal ist Sport ist es nicht so einfach zum sagen, ja, ich mache schon das oder ich mache das nichts. Aber ja, ich bin ganz sicher, mein Training war, es ist ganz toll gewesen, aber ich möchte alles geben beim Venice City Marathon jetzt und ja, mindestens 2:11 laufen. Das ist mein Ziel. Also die direkte Qualifikation für Tokio, das wäre die Zielzeit 2:11:30 zu unterbieten. Genau. Danke. Die nächste starke und klare Ansage. Christian Steinhammer, in welche Richtung soll es bei dir gehen? Ja, also geplant ist immer so ein Anfangstempo knapp über 67 Minuten. Wenn man das hochrechnen sollte, irgendwo eine Zeit um 2:14:15 rauskommen. Das wäre natürlich eine deutliche Verbesserung meiner Bestleistung. Das strebe ich auf alle Fälle an. Ja, ich glaube, die Voraussetzungen sind gegeben. Bin jetzt sicher weiter, also als Marathonläufer schon weiter wie vor einem Jahr. Wenn man sagt, okay, ich habe schon mehr längere Läufe wieder in den Beinen, ist jetzt mein 4. Marathon, man kann einfach mit der Länge besser umgehen, verkraftet das einfach besser. Habe einfach im Training schon deutlich gemerkt, bei meiner ersten Marathonvorbereitung bin ich 35 Kilometer gelaufen und habe gedacht, okay, im Training einmal, das war schon ziemlich lang und jetzt habe ich wirklich deutlich mehr Läufe im Bereich von 35 bis 40 Kilometern in den Beinen, auch ohne Verpflegung und kann da wirklich damit schon deutlich besser umgehen. Und ja, also wie gesagt, ich habe natürlich mir das einfach offen gelassen, weil ich gesagt habe, man beschäftigt sich oft sehr, sehr viel mit Zeiten und Zahlen, aber ich will einfach in das Rennen reingehen mit extremer Vorfreude und einfach laufen und ja, freue mich auf eine neue Bestzeit. Danke, Christian. Peter, im Vorjahr ist bei dir fast alles von selbst aufgegangen, Bestleistungen auf allen Distanzen. Was willst du am Sonntag erreichen? Ja, das letzte Jahr natürlich, da blicke ich gern zurück auf die Leistungen, speziell Halbmarathon in Valencia und so, Marathon, Europameisterschaft dann in Berlin, das sind natürlich ganz spezielle Erlebnisse gewesen. Mein Ziel für Sonntag ist, wenn du Lust hast, dass ich da noch ein paar Körner übrig habe, das Rennen so anzulaufen, dass ich das ausgehen würde, weil das ist mir die letzten 3 Jahre nicht gelungen. Da bin ich immer ins Ziel mehr gestorben als sonst was. Und ja, dass ich von da weg vom Wende Lust hast, also beim Lust hast, dann zurück ins Ziel noch die Kraft habe, mein Tempo annähernd zu halten. Also ich werde es nochmals auf ein, ja, in Zahlen gesagt, auf einen 3-Minuten-10er-Schnitt pro Kilometer anlegen und versuchen, das Tempo so gut wie möglich zu halten. Das wäre dann für mich auch eine deutliche Bestzeit und Bestzeit ist das Ziel und ich glaube, das habe ich auch drauf, dass ich wieder Bestzeit laufen kann. Danke, Peter. Wenn man die Bestzeiten von euch allen zusammenzählt, inklusive der Läufer, die als Pacemaker am Start sind, inklusive der Katharina Zipser, ergibt das eine Team-Bestzeit von 19 Stunden, 1 Minute
und 49 Sekunden. Also wenn ich mir die Zielsetzungen anhöre und ich wünsche euch allen, dass es wahr wird, dann wird das am Sonntag deutlich unterboten. Ich glaube, wir haben hier gesehen eine Gruppe, eine Generation von Marathonläufern, kann man fast sagen, eine neue, mit einem frischen Zugang, auch mit klaren Zielsetzungen. Ich glaube, auch in einer solchen Direktheit und Klarheit hat man das von österreichischen Läufern noch selten gehört. Finde ich stark, finde ich sehr positiv. Jeder weiß, dass der Marathon ein Balanceakt ist. Jeder weiß, dass es die kleinen Änderungen in den Bedingungen große Auswirkungen haben können. Jeder weiß, dass Sekunden, Minuten schnell verfließen können. Aber die Zielsetzung ist wichtig, die Zielsetzung ist klar. Das finde ich sehr eindrucksvoll. Danke dafür, danke euch allen und bitte um Fragen von Ihrer Seite. Mikrofon kommt, bitte um Vorstellung von Namen und Medium. Olaf Brockmann, IAF und Krone.at. An alle fünf Läufer eine Frage. Einmal haben wir gehört schon Olympia-Limit, das ist sehr hoch gesetzt. Das WM-Limit ist für alle möglich. Wenn ihr alle nur kurz sagen könntet, ob ihr überhaupt Interesse habt, in Doha Mitternacht zu laufen, von Eva hinüber. Also das Limit für die WM liegt bei 2,36. Das Olympia-Limit liegt bei den Damen bei 2 Stunden 29,30. Also für mich persönlich ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele vorrangig und ich möchte vorrangig versuchen, mich entweder bei einem Marathon unter die besten 5 einzureihen oder eben diese Zeit zu erreichen. Von daher sollte ich, was wahrscheinlich nicht passieren wird, mich am Sonntag qualifizieren, würde ich wahrscheinlich nicht in Doha starten wollen, sondern eben einem anderen, schnelleren Marathon den Vorzug geben, um mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Also für Doha konkret sollte das Limit von 2 Stunden 16 sicherlich für mich machbar sein. Natürlich dem übergeordnet spielt einfach Olympia eine größere Rolle, wirft den Schatten voraus. Das neue Qualifikationssystem muss erst auch nach dem sonntäglichen Lauf einfach neu bewertet werden und da muss ich schauen, kann das eine Rolle spielen oder nicht. Eine Nachtmarathon würde ich ungeachtet dessen ganz gerne laufen, weil ich ganz gerne in der Nacht laufe. Lema, ist ein Start bei der WM in Doha ein Thema für dich? Ja, in meinem Plan ist es, Weltmeisterschaft Doha ist es auch wichtig und weil ich möchte auch, wenn es möglich, ich möchte auch meine Bestzeit beim Weltmeisterschaft auch verbessern. Und aber jetzt, wir haben noch Zeit. Vielleicht dieser Plan ist nach dem Vienna City Marathon und vorher auch vielleicht 2,5 Marathon oder 1 Marathon. Aber ich hoffe, ich möchte auch Weltmeisterschaft Doha starten. Also für mich steht ganz klar im Vordergrund morgen, also am Sonntag, der Wien-Marathon und weiter habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gedacht. Habe mich selbst schon oft dabei erwischt, vor einem Ziel das nächste Ziel schon abzustecken und dann verliert man einfach den Fokus und wie gesagt, morgen schnell laufen, dann vielleicht am Montag einen Tag drüber schlafen und dann gibt es neue Ziele und die werden wir uns dann stecken, ja. Aber grundsätzlich ist es eine spannende Herausforderung da, wie der Valentin schon gesagt hat, ganz spezielle Bedingungen, Nacht und so, wäre sicher witzig, ja. Wie es der Valentin schon gesagt hat, ich denke, das Limit für Doha ist auf jeden Fall möglich, aber das ist ein so langer Zeitraum dorthin und ich möchte mich jetzt auch vorrangig auf den Sonntag konzentrieren, auf diesen Wettkampf und noch nicht so weit vorausblicken, schauen, was der Sonntag bringt, wie meine Leistung, was ich leisten kann. Und ich glaube, dann hat man immer noch sehr viel Zeit, dass man sich über das Thema Gedanken macht, Doha oder Olympische Spiele. Wie schaut die Entwicklung über den Sommer aus? Es ist wirklich noch ein sehr großer Zeitraum, wo man, das ist vielleicht, also ich kann es jetzt noch nicht genau sagen. Weitere Fragen bitte? Gernot. Gernot Bachler von der Kronenzeitung. Eine Frage an den Valentin.
Du hast letztes Jahr sehr lange mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen gehabt. Wie sieht das diesbezüglich aus? Ist da alles verheilt und bist du wieder im Vollbesitz deiner Kräfte? Ja, dementsprechend bin ich auch so positiv gestimmt, weil ich wirklich seit langem ganz ehrlich sagen kann, dass ich einfach schmerzfrei diese Marathonvorbereitung absolvieren habe können und das möchte ich am Sonntag dann zum Ausdruck bringen. Noch eine Frage an den Lema. Du hattest nicht ganz konkret geantwortet, wo du trainiert hast, in Afrika. Ich nehme an, in Äthiopien, wo genau warst du? Und ich habe schon in Afrika trainiert, aber ich habe nichts fixen Platz gehabt in verschiedenen Plätzen in Afrika. Aha. Wo? Zwei Wochen in Kenia und zwei Wochen auch noch andere Truppen, aber ich weiß nicht genau die Namen. Und ja. Fragen eigentlich. Wie steht es mit dem Zusammenarbeit Sonntag? Gehen Sie in eine gleiche Gruppe oder unterschiedliche Gruppen? Vielleicht ist das eine Frage, wo ich den Rennleiter Johannes Langer um Beantwortung bitte. Einen schönen Vormittag. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass es so viele Gruppen geben wird wie noch nie in der 36-jährigen Geschichte des Vienna City Marathon. Und wir haben Marc Mille, der das Elitefeld zusammenstellt. Wir haben sehr stark gemeinsam darauf geachtet, dass wir eine klare Ausrichtung auch für die Österreicherin Eva Wutti haben und für die österreichischen Teilnehmer. Von dem her wird es eine Top-Gruppe geben. Vielleicht als kleines Update zu gestern. Wir haben gestern gesprochen, dass es so in Richtung 63-30 gehen soll am Anfang. Das wird ein bisschen schneller werden. Waren ja gestern schon einige afrikanische Läufer sehr positiv, dass es schneller gehen kann. Jetzt, wo sie gesehen haben, dass auch die Wetterbedingungen recht gut werden, wollen sie auch etwas schneller anlaufen. Das wird so um 15 bis 20 Sekunden schneller bis zum Halbmarathon. Und das ist jetzt mal so die Planung. Wir haben dann eine Gruppe, wo wir den Lema ganz gerne drinnen sehen würden, die ungefähr so 65 den Halbmarathon anlaufen wird. Das wird sicher eine größere Gruppe werden. Und da sind auch zwei Tempomacher mit im Rennen, die zwar für die Gruppe das Tempo machen, aber ganz stark den Fokus auf den Lema richten müssen. Und das Gleiche gilt auch für eine Gruppe mit Valentin. Ich habe heute in der Früh schon einmal gesagt, in einer kleinen Vorbesprechung, dass diese Differenzierung gar nicht so einfach wird, weil die einzelnen Kilometerzeiten ja nur ein paar Sekunden oft auseinander liegen. Dass das auch wirklich gelingt, das wird auch morgen noch ein Schwerpunkt sein in unserer Besprechung, im Technical Meeting und mit den Pacemakern überhaupt, dass das gut gelingt. Aber die Chefs praktisch in diesen Gruppen sind unsere österreichischen Teilnehmer. Sie können auch bestimmen, ob das Tempo etwas schneller gestaltet wird oder ob es gehalten wird oder vielleicht ein bisschen langsamer wird. Von dem her ist da ein starker Fokus. Wir haben dann zwei Tempomacher zusätzlich für den Peter Herzog. Das gleiche haben wir für den Christian Steinhammer. Also die sind einmal so versorgt wie vielleicht überhaupt noch nie und müsste auch von dieser Seite her gut funktionieren. Danke, ist glaube ich ausführlich beantwortet. Hat das auch damit zu tun, dass ja nur drei Pacemaker quasi maximal erlaubt sind? Das ist ja das Positive, dass man nicht diese große Pacemaker-Schar dann vielleicht hat gemeinsam, sondern dass sie von Anfang an in kleineren Gruppen sind. Wir haben an der Spitze haben wir dann drei und sonst haben wir dann zwei bis drei. Das ist schon ein erheblicher Vorteil für viele. Wir haben auch, glaube ich, sehr, sehr erfahrene Tempomacher mit dabei und von dem her sollte auch, wenn man sich jetzt allein das Beispiel hernimmt, der Christian, der wird auch begleitet von Christian Robin. Das heißt, da haben wir auch da eine ganz enge Verbindung. Der Stefan Listerbart hat schon angesprochen, dass er mit dem Peter unterwegs sein wird. Also von dem her, glaube ich, gibt es da eine sehr, sehr einfache Kommunikation. Und dass das eben so zwischen zwei und drei Pacemakern sind, erleichtert uns die Arbeit insgesamt sicher. Danke. Nächste Frage bitte war hier.
Herbert Dalsheimer, die Presse. Eine Frage an den Valentin. Du hast ja gesagt, du hast keine Vorbereitungswettkämpfe gemacht. Wie kompensiert man so etwas? Wie weiß man dann, wo man eigentlich steht? Anhand von den Trainingsleistungen, die ich dann in der Gruppe absolvieren habe können. Wir haben dann trotzdem innerhalb der Gruppe solche Trainingsbedingungen schaffen können, die sehr nahe an Wettkampfgefühl herangekommen sind. Und wie ich das vorher versucht habe zu schildern, bin ich einfach nach den letzten Jahren an einen Punkt gekommen, wo ich einfach nicht von Wettkampf zu Wettkampf mehr tingeln wollte, um mir da und dort die nächste Watschen abzuholen, weil ich einfach von Ansprüchen gesprochen habe oder gefühlt habe, die ich dann noch nicht umsetzen habe können. Dementsprechend habe ich wirklich einen Schritt zurückgehen müssen und wirklich solide über einen langen Zeit trainieren müssen, um in eine richtige Marathonform zu kommen. Es gibt, wie man sieht, anscheinend unterschiedliche Herangehensweisen für einen Marathon. Nichts spricht eigentlich gegen einen schnellen Halbmarathon, vielleicht 4-5 Wochen vor dem eigentlichen Hauptwettkampf, der dann der Marathon ist. War für mich einfach aus logistischen Gründen ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe nach Neuseeland, nicht möglich, nicht umsetzbar, weil dort auch nicht die Wettkämpfe angeboten gewesen wären. Wäre vielleicht einer angeboten, wäre ich vielleicht eingelaufen, so ist es nicht. Tut dem keinen Abbruch. Wenn man sich an der Spitze orientiert, die Weltbesten, einfach an Eliud Kipchoge läuft auch mittlerweile selten einen Vorbereitungswettkampf, läuft dann trotzdem ganz gut. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, können wir diesen Teil abschließen. Herzlichen Dank. Alles Gute für den Sonntag. Bin ganz sicher, Lauf Österreich, Sport Österreich wird euch die Daumen halten und sehr, sehr viele Menschen werden an die Straßen nach Wien kommen. Alles Gute. Danke. Ja, wieder sehr spannende Aussagen, die wir da von den Österreichern gehört haben. Also wir können uns freuen, wir übertragen am Sonntag ab 8.30 Uhr live in ORF1 und bleiben dann 5 Stunden lang für Sie auf Sendung beim Vienna City Marathon, dem 36. in der Geschichte. Bei uns im Programm in ORF Sport Plus geht es live weiter ab 16 Uhr mit der Judo World Tour, gefolgt dann von einem Handball-Liga Austria-Match Bregenz gegen West-Wien und im Anschluss daran gibt es Fußball, zweite Liga, Wartens empfängt Kapfenberg und natürlich unsere Sportsendungen Sport Aktuell und Sport 20 mit dem Wichtigsten vom Tag. Also, dann würde ich sagen, einen schönen Tag Ihnen noch mit dem Programm in ORF Sport und ich hoffe, wir sehen uns dann ab 8.30 Uhr am Sonntag in ORF 1 mit dem Vienna City Marathon und mit diesen großartigen Athleten, die wir jetzt gehört haben.